Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge haben wir es dann nach ziemlichem Trara doch noch geschafft, da hinten die Statue an ihren Platz zu kriegen. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Also, es hat irgendwas, denke ich mal, hier mit Bogenschütze zu tun, weil die ganzen Dinger hier stehen. Aber ansonsten habe ich absolut keine Ahnung, weil ich nichts habe, wo ich den Bogenschützen aktivieren kann. Und obwohl, Moment, wäre das hier vielleicht was? Ja, ach komm, so nah stehe ich da auch nicht dran. Aber was bringt uns das? Oh, Moment. Ah, nein! Ach, vergessen wir das. Okay. Wo war das jetzt? Ich habe es ehrlich gesagt jetzt gar nicht mehr im Blick. Ach so, da hinten. Okay, okay, okay. Eins haben wir geschafft. Aber was hat sich da jetzt getan? Keine Ahnung. Das Ding ist hier gekommen, aber ich weiß nicht, das bringt mir vermutlich nicht allzu viel. Nee, Moment, das Ding war schon vorher da. Das ist an. Also im Endeffekt muss ich hier in Anführungszeichen nur da durchschießen. Okay, also ich habe es verstanden, aber ich habe natürlich immer noch die ganzen Sachen jetzt hier im Weg. Boah, mal gucken, ob ich das schaffe. Keine Ahnung. Ich denke mal, dass die Kugeln so ein bisschen den Weg hier eigentlich zeigen sollen. Nehme ich an. Okay, das war es wohl nicht. Ist da hinten rechts, ist da noch was? Nee, oder? Können wir nochmal versuchen? Hier links sehe ich nichts. Da oben ist ein anderer. Ich sehe nur die beiden. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Schauen wir mal eben mit dem Pfeil. Da ist was, da ist was. Das da hinten soll dann vermutlich angehen. Aber womit kann ich dann den Anfang machen? Oder muss ich das auch... Oder muss ich den freischalten, indem ich den zweiten... Nee, das ist der, wo der hin soll, glaube ich, oder? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Na, wir können es mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das so... Da haben wir was. Da haben wir was. Trotzdem ist es hier nicht frei. Tja. Keine Ahnung. Was auch noch blöd ist... dass ich eigentlich nicht die Zeit habe. Aber ich wollte das jetzt noch zu Ende bringen, nachdem ich ja, mir jetzt eigentlich gedacht habe, dass das so funktioniert. Da unten ist auch nichts.
Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Das Problem ist, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich natürlich auch nicht speichern und dann muss ich den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Und eins, zwei. Also hier ist es ja auch nur durch zwei durch und dann wird das Ding aktiviert. Aber das passiert hier irgendwie nicht. Da muss ich sogar durch drei durch. Oh. Bin ich denn eben durch drei? Moment mal. Ich bin eben gar nicht durch das dritte durch, oder? Wo war das jetzt? Nummer eins. Zwei. Wo ist das dritte? Hä? Ich habe doch gerade noch ein drittes gesehen. Ach, da! Nein! Okay, der steht da also ziemlich blöd im Weg. Das ist schon richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich den dann überhaupt dahingestellt habe, ehrlich gesagt. Der ist okay. Dann gehe ich durch den, dann gehe ich durch den. Und dann müsste ich eigentlich nach oben, was aber nicht funktioniert. Weil der genau davor steht. Ja, den habe ich nicht wegbekommen. Das war das. Ja, aber ich muss dieses blöde Teil irgendwo hinkriegen. Und sei es nur neben den anderen Pfeil. Das Problem ist, ja, das war mir so klar. Das Problem ist, ich kann mich ja auch nicht bewegen mit diesen Schrottdingern. Wo kann ich den denn hinstellen? Eigentlich ja wirklich hier vorne, aber das wollte er die ganze Zeit nicht. Na, da geht's wieder kaputt. Wenn ich das Teil hier hinlege. Na, dann knallt er wieder darunter. Das ist echt ätzend. Wenn ich versuche, den hinten irgendwie zu dem anderen zu legen, ich weiß es nicht. Wieso springt die jetzt nicht? Ja, kein Thema. Oh, was ist denn das jetzt für ein Scheiß gewesen? Hier kann die doch auch springen. Wieso konnte sie es denn gerade nicht? Man kann doch mit den Dingern springen, soweit ich weiß. Hallo? Was wird das jetzt hier? Ich wollte die doch nur hier hinlegen, wenn das irgendwie geht. Ich meine, ich würde es auch da oben hinlegen, aber da oben komme ich halt nicht ran. Ach, die kann? Oh je, die kann mit dem gar nicht springen. Oh je, oh je. Ja, das geht ja dann gar nicht. Oh. Kann man den denn nicht vielleicht irgendwie so ein Stückchen weiter? Das habe ich ja eben schon probiert, ne? Zumindest ist es ein Versuch wert, ob ich das hinkriege. Eieiei, okay. So. Oh Gott. Sehe ich nichts mehr? So.
Ja. Oh, okay. Einen Fehler gemacht? Nein. Die anderen liegen falsch. Ja, da müssen wir das jetzt noch aktivieren, genau. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die Dinger hier zum Schießen? Wo sind die Dinger zum Schießen? Achso, hier war eins. Zwei. Und dann fehlt einer. Okay. Warum fehlt da einer? Da unten habe ich doch auch alle. Eins, zwei. Nein, wo springt die jetzt schon wieder hin? Die soll stehen bleiben, wenn sie da angekommen ist. Och, Mädel, echt jetzt. Komm, ey. Ich hab für sowas gerade keine Zeit. Da ist eine, da ist eine. Ist hier noch etwas? Ne. So. Ach, direkt dahinter. Ach du Schande. Wie soll ich das denn machen? Ich könnte das höchstens vielleicht ein bisschen zur Seite rücken, aber das war dann noch alles. Oh je. Da komme ich dann aber auch nicht dran. Ich krieg das auch nicht so hingestellt. Könnte unter Umständen reichen. Wir probieren es mal aus. Okay, mal gucken. Perfekt. Mit meiner Strategie bist du unbesiegbar. Ha! Oh, sehr schön. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder einen Endgegner gleich. Ich krieg jetzt schon, also was heißt Endgegner? Wahrscheinlich wieder die Medusa. Ich krieg jetzt schon die Krise, wenn ich daran denke. Oh. Das wollte ich nicht. Das wäre ein Held. Aber Athena sollte von allen vier Helden umgeben sein. Wie ein Held. Ich denke, wir brauchen noch drei. Du willst seine Stelle einnehmen. Du bist eine Heldin. Vielleicht hast du recht. Lauf! Warum weicht die nicht aus? Warum ist sie jetzt versteinert? Die ist versteinert, die kann ich jetzt nicht treffen. Nein, komm, ey.
Oh. Nein. Oh. Obwohl, das geht auch. Versteinert, jetzt geht's wieder nicht. Ja, ich weiß, es geht nicht, das geht nicht. Komm, komm, komm. Yes! Okay. So, die Frage ist jetzt, was müssen wir jetzt hier machen? Ist das jetzt auch wieder so ein Springlevel? Moment, das brauchen wir erstmal, um hier hochzukommen. Das ist ja ziemlich offensichtlich. Nein? So. Okay. Und was brauchen wir jetzt? Beziehungsweise, wofür brauchen wir das jetzt? Ach, dafür. Okay. Ja, verstehe. Kein Thema. Vorausgesetzt, es würde tief genug sein. Hilfe. Okay, okay. Ist hier denn noch irgendwas anderes, was ich hier machen kann? Nee, ne? Oh. Ja. Oh no. Muss ich da irgendwie drauf, um nach oben zu kommen oder so? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das definitiv nicht. Ich irgendwie nur noch, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Ich könnte jetzt natürlich so Trick 17, um mir das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, könnte ich den jetzt natürlich auch hier hinstellen. Und vor ein bisschen höher springen. Das hatte ich eben zwar nicht, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jetzt höher ist. Keine Ahnung. Wenn du jetzt nochmal runter gehst, dann komme ich da auch weiter. So, meine ich doch. Eben hatte ich dann nämlich keine Probleme mit. Okay. Das heißt, kann ich das... Ja, kann ich... Okay, wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hallo? Nein! Das war nicht ganz richtig. Aber so, so in etwa. Nein, auch nicht. Mach das doch mal wieder so, wie es eben war. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? So. So ist doch schon viel besser als eben. So. Oh Gott. Kann man das zwischenspeichern? Moment, muss ich das zwischenspeichern? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wegen der Position. Aber hat er jetzt nicht angenommen. Also ich denke mal, wenn
Das ist eh alles für den Arsch. Aber ich weiß nicht, was ich dann damit machen soll. Das ist das Problem. Oh, du machst mir das aber da oben nicht kaputt, oder? Warte mal. Kann ich da oben rum? Nein, das ist jetzt... Oh, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein! Hallo! Was geht denn jetzt ab? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, komm. Geh einfach kaputt. Vielleicht wird es dann wieder resettet oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht kaputt wegen diesen Idioten. Nein, es ist... Das wollt... Ey, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Habt ihr ein Rad ab oder was? Boah, ganz ehrlich, das sind so Sachen, die versauen einem so richtig das Spiel. Oh Mann, Trick 17 wende ich aber trotzdem nochmal eben an. Es war nämlich für mich dann sehr viel einfacher und schneller, da drüber zu kommen. Ich hab so das... Ja, ich denke... Ja, aber da oben, da komme ich nicht, oder? Oder ich hätte es einfach nur da drauf stellen müssen. Das kann natürlich auch sein, damit ich nach oben komme. Aber ich brauche das Ding dafür nicht. Das ist natürlich möglich. Na, komm, komm. So einigermaßen. Wenn ich die Kiste nämlich nach oben stelle, dann komme ich da hoch. Die Frage ist nur, ist das so gewollt? Oder soll ich die Kiste mitnehmen? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Aber andererseits, naja, die ist eben so komisch umgekippt, ne, als ich die da drauf gestellt hatte. Nein! Och, ist das dein Ernst jetzt? Ah, komm. Das ist so nervig manchmal hier im Spiel. So, da müsste ich... Genau, dann müsste ich das nämlich schaffen, da hochzukommen. Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, ob das gewollt ist oder ob ich die Kiste jetzt mitnehmen soll. Das war nämlich mein erster Gedanke, dass ich die Kiste mit nach oben nehmen soll. Ja. Das ist toll, dass du darauf reagiert hast, wenn auch viel zu spät. So. Ach du Schande, was ist hier? Ich kann hier aber nochmal was machen. Aphrodite, eitle Tussi. Nur was habe ich jetzt gemacht? Ach, da oben habe ich, glaube ich, was geholt, oder? Lass mich raten. Ich muss die Kiste dann mitnehmen. Aber wohin? Da unten würde sie kaputt gehen. Oh Gott. Wenn ich da hinten hingehe... Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt wo machen soll. Ich drehe ja gerade durch. Wo war der Kopf? Ja, ich wusste, der ist hier. Okay. Also ich kann hier einen Teil rausholen. Die Frage ist nur, bringt mir das irgendwas? Weil die Dinger... Naja, gut, man könnte... Dadurch dann vielleicht nach oben kommen oder so. Aber bringt mir das jetzt irgendwas? Das ist jetzt die Frage. Na? Okay. So. Theoretisch könnte ich die jetzt hier drauf stellen, damit ich höher bin, um nach oben zu kommen. Die Frage ist nur, ich weiß nicht. Huch, was macht die denn? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist und ob das jetzt gewollt ist. Da hinten haben wir noch einen goldenen. Okay. Goldene sollen wir wahrscheinlich dahin stellen. Na, wofür das alles? Weil hier ist ja jetzt nichts.
Also die goldene können wir mit rübernehmen. Die können wir theoretisch dahin stellen. Das ist okay. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Oh. So. Okay. Wo ist das Ding jetzt hier? Ich will das jetzt nicht. Obwohl eigentlich, naja, darf ja nichts passieren, ne? Ich meine, oh. Mit der kann ich auch wieder springen, das ist gut. Wo? Ach so, da hinten. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Das ist ja dämlich. Lauf, 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 lauf. Oh. Die Frage ist nur, wie gesagt, bringt uns das jetzt überhaupt irgendwas? Ja, noch ein Stück. Okay, das ist relativ mittig. Wir kämen dann theoretisch auch mit dem einen hier runter. Die Frage ist nur, wofür? Ich wüsste nämlich jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwo das Ding runtersetzen müssten. Oben ist noch eine Truhe. Für die Truhe könnte ich das Teil vielleicht gebrauchen. Ich weiß es nicht. Aber nur wegen der Truhe jetzt diese ganze Rumbastelei kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen. Und die Frage ist halt, was soll das, ne? Also das sollte, denke ich mal, hoffentlich oder auch nicht funktionieren. Nein! Willst du mich verarschen? Aber der Gedanke war gar nicht so doof. Nur vielleicht ein bisschen mehr... Ja... Vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß halt nicht, was mir das jetzt bringt, das hier alles zu machen. Das ist halt das Problem. Klar, die Truhe könnte ich so eventuell erreichen, aber ich sehe hier sonst überhaupt gar nichts, was mich da irgendwie weiterbringt. Und da hinten den Teil habe ich ja schon gemacht. Muss ich irgendwie da oben hin? Das kann ich mir jetzt eher schwer vorstellen. Na, okay, also das scheint nicht zu funktionieren. Keine Ahnung, wie man da in die Truhe kommen soll. Ich weiß es nicht. Ja, hier ist auch nichts, wo man irgendwie sagen könnte, dass man hin kann. Kann die jetzt mal abstürzen hier? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ihr wollt mich doch veräppeln. Also das Problem ist, von da hinten werde ich... Na gut, wenn ich den anderen da hochkriegen würde... Die Frage ist nur, was mich auch interessiert, muss ich da oben eventuell hin? Ich meine, wenn ich da oben hin muss, von da aus kann ich ja runterfliegen.
Oh, ich weiß es echt nicht. Weil das hat ja jetzt sein Sold hier erfüllt. Da werde ich hoffentlich nicht nochmal hin müssen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn ich Pech habe, ist halt alles für den Arsch. Oh, lauf, 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 lauf. Noch ein bisschen. Weil, ganz ehrlich, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Oh, 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 nein, 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 nicht kaputt gehen, du Arschloch. Mann. Was sind die jetzt? War das die? Ja, das war die hier oben. Okay. Och, nee. Sowas ist doch echt ätzend. Also, ich habe jetzt eine Idee. Kann ich das überhaupt hier durchmachen? Ja, doch. Ich habe jetzt eine Idee, aber ob das so funktioniert, wie ich mir das denke, ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht. Hä, was macht die denn jetzt? Hallo? Wieso hat die das jetzt losgelassen? Und wo ist das Ding jetzt hin? Willst du mich veräppeln? Vorher irgendwie schon mal kaputt gegangen oder so? Muss ich die jetzt hier rum machen? Oder was ist das jetzt für ein Dreht? Da sind aber auch die Dinger. Weil da war ja jetzt nichts. War hier oben einer? Oh ja. Da war einer. So. Muss ich jetzt echt nicht verstehen. So, komm, lauf, lauf, lauf. Nein! Willst du mich veräppeln? Oh, bleib so, bleib so. Ich drehe dir sonst den Hals um, ehrlich. Oh. Das nenne ich mal einen Turm. Okay. Oh, oh, ja. Ich hoffe, da kann ich gut rausspringen. Ja, okay. Also das wäre jetzt so der einzige Gedanke, den ich noch hätte. Dass wir den entweder hier rüberbringen müssen, dass wir jetzt zwei haben. Oder eventuell den dritten da noch draufsetzen. Oh, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Leute, ernsthaft? Oh. Da hätte ich jetzt aber, glaube ich, mehr Glück als Verstand gerade. Oh. Okay. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was wir machen sollen. Die Truhe ist mir mittlerweile, ehrlich gesagt, auch schon fast egal. Ich möchte nur wissen, weil da so ein komischer Strahl auch ist. Ja, oder, oh, ja. Das kam ein bisschen... nein, nicht automatisch laufen. Was machst du denn? Zeus, hör mich an. Du weißt, dass ich recht habe. Ach, wir haben jetzt unten alle drei. Okay. Wow, okay. Ach, das ist gar keine Truhe. Nein, oder? Moment, aber da unten ist eine Truhe. Oh, ist das euer Ernst? Oh, scheiße. Ich habe die ganze Zeit versucht, zur Heilung rüberzukommen. Wollt ihr mich veräppeln? Ernsthaft? Aber wir haben jetzt drei von den Dingern. Das heißt, wir können jetzt hoffentlich endlich die Essenz holen. Also, beziehungsweise mal wieder einen Gegner kriegen wahrscheinlich. So wie die letzten Male. Habe ich denn doch die linke Seite habe ich gemacht, ne? Oh, sag mir bitte, dass das das Letzte war. Ich drehe hier sonst durch, ehrlich. Wir sind für dich da, Athena. Du bist nicht allein. Gemeinsam werden wir Typhon besiegen. Du wirst der Dunkelheit. Oh, ich wusste es. Das stimmt. Och, komm. Alleine nicht.
wird dich stützen. Ja, ich kann nichts machen. Ich weiß, ich weiß. Komm. Oh, komm schon, lauf, 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 lauf. Dann kann ich sowieso nichts machen. Komm, jetzt beweg dich doch! Mein Gott! Boah! Ich brauche nur wieder ein bisschen Ausdauer, das ist gerade mein Problem. Komm. Also vom Grundgedanken her ist sie ja eigentlich recht einfach. Komm, 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 komm. Yes! Oh! Mein Gott, war das jetzt ein Scheißverlies. Entschuldigung. Oh! Ich würde sagen, da das Ganze jetzt doch sehr, sehr lange gedauert hat, dass wir jetzt, kann ich mich hier irgendwo hinstellen, wo man auch noch mein Gesicht sieht, wenn ich mich schon abmoderieren möchte, dass wir den Teil mit der Essenz, dass wir die zurückbringen, dann im nächsten Video sehen und wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, ich erstmal durchatmen kann und ja, endlich mal eine kleine wohlverdiente Pause machen kann. Bis zur nächsten Folge. Ciao!